4G am Mond. Bald gibt es Internet am Mond, da, wo man es braucht. Die NASA hat jetzt Nokia damit beauftragt, ein Mobilfunknetz auf dem Mond aufzubauen. Genauer gesagt ein LTE-4G-Kommunikationssystem. Dieses System soll dazu beitragen, dass irgendwann Menschen auf dem Mond residieren können. 2022 soll es fertiggestellt werden und 2024 soll die nächste bemannte Mondmission starten. Das Mondprogramm Artemis soll der NASA wichtige Erkenntnisse für die nächste große Mission liefern. Die Kolonialisierung des Mars. Veggie-Disc statt Veggie-Burger? Im EU-Parlament wird am Mittwoch darüber abgestimmt, ob ein Veggie-Burger Burger heißen darf, ob ein Schnitzel auch fleischlos sein kann und ob es sowas wie eine fleischlose Wurst gibt. Spezielle Begriffe sollen in Zukunft nur für Produkte aus Fleisch benutzt werden dürfen. In Frankreich ist das übrigens schon seit einigen Monaten der Fall. Die Fleischlobby ist eine große Befürworterin des Vorhabens. Die Interessensvertretung der europäischen Landwirtschaft hat deshalb eine Kampagne gestartet in Anlehnung des berühmten Gemäldes von René Magritte. Das ist kein Burger, steht auf dem Bild. Der Grund? Die Konsumentinnen und Konsumenten würden durch die Bezeichnung der Veggie-Produkte in die Irre geführt werden. Queeres Museum für Wien. In Wien soll ein Museum für queere Kunst und Kultur entstehen. Mitinitiator Florian Aschka spricht von einem Laboratorium, an dem das Thema Queerness verhandelt werden kann. Was queere Kunst ist, soll also ständig neu diskutiert werden. Derzeit wird noch nach einem Standort gesucht. Die erste Ausstellung soll im Jänner 2021 stattfinden.